Ich möchte mich kurz bedanken. Ihr merkt schon. Das Video wird kurz. Das ist jetzt kein Scherz. Scheiße, aber ich lasse es. Ich lasse das Video so laufen. Ich versuche mit aller Disziplin ein Video zu machen, weil so kann man den Schmerz auch verarbeiten. Und da man eine öffentliche Person ist und öffentlich ist und mit öffentlicher Arbeit halt auch mit Kunden arbeitet, möchte ich mich auf dem Weg bedanken. Alter, ne? Wenn die Mutter stirbt. Ich versuche also meinen Schmerz mit diesem Video ein bisschen, ich will auch ein bisschen Mut machen, anderen, die den Schmerz vielleicht noch vor sich haben oder mit diesem Schmerz noch leben müssen. Also noch einmal, gerade so eben den Anruf bekommen vom Heim, die Mutter liegt im Sterben, mit der Ärztin gesprochen, wir machen nichts mehr, wir lassen sie jetzt in Ruhe sterben. Meine Mutter, meine persönliche Mutter liegt im Heim. Nur warum ich jetzt auch das Video mache, ist, weil es so makaber ist. Ich bin eine öffentliche Person, ich muss arbeiten. Ich muss also diese Nachricht verarbeiten. Und ich lasse das auch, weil es echt ist. Ja. Dass ich natürlich traurig bin, ist klar. Und dass ich heulen muss, ist auch klar. Ich muss mich aber leider zusammenreißen. Ich nutze gerade hier diese Stille. Ich hatte gerade mich Gott sei Dank die ganze Zeit abgelenkt, wie dieser Anruf kam. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine Schwester dahin geschickt, die ist schon 70 plus, die soll da schon mal hin und ich werde nach Dienstschluss, beziehungsweise ich mache jetzt den Laden nicht zu, weil ich muss mit dem Tod leben und also ich versuche anderen Leuten auch Mut zu machen mit diesem Video, weil wir, wie gesagt, mit dem Tod leben müssen und wenn er so kommt da per Telefon, so kalt, ja, wenn ein Mensch in einem Heim lebt, geht man ja davon aus, dass sich dann da irgendwie alles... Nein, als Angehöriger muss, ich bin nun mal der Betreuer und ich habe nun mal die Vollmacht, muss man sich darum kümmern. Und aber diese Kälte, in der wir leben, möchte ich allen sagen, wenn der Tag X kommt, wenn einer geht... Nehmen wir das. Darum mache ich auch keine Live-Videos. Ihr müsst jetzt keinen sehen, der jetzt hier weint, heult oder sonst wie. Ich versuche jetzt meinen Schmerz, wie gesagt, mit diesem Video. Ich lasse alles so. Ich unterbreche in dem Moment, wo ich nicht mehr kann, ist klar. So hart bin ich auch nicht. Ich bin zwar hart, weil ich diszipliniert bin. Ich gehöre zur Generation 55 plus und ich habe so viele Menschen schon sterben sehen und habe auch beim Sterben begleitet. Aber das ist jetzt die Mutter. Das ist jetzt der Abschluss. Ihr seht, auch Profis können weinen und auch Profis müssen bei der Textur tief Luft holen, weil die Mutter hat mich geboren und nun ist es der Abschluss, die Mutter ist gegangen und ich meine, eine Person mit 26 Kilo im Bett liegend sehen und dann erkennen, wie ein Heim mit Menschen umgeht, will keine Vorwürfe, es ist da was Böses vorgefallen, diesbezüglich haben wir, meine Schwester ist über 70 plus, und ich bin über 55 plus, haben wir schon gemerkt, dass das auf uns zukommt. Natürlich immer so platt, ne? Telefon geht an, ihr merkt, ich bin ein bisschen gefasst jetzt. Also Telefon, dann hört man, ja, wie die dann da mit einem so ein bisschen umgehen. Und dann muss man alle Behörden anschreiben, telefonieren. Und sind ja alle kühl, weil die haben ja jeden Tag damit zu tun. Also die Leute, die mit dem Tod zu tun haben, werden sicherlich auch, so wie ich, betroffen sein, sobald es ans eigene Gemach geht, also wenn die eigene Mutter, der eigene Vater stirbt. Wie mein Vater gestorben, gut, da ging es mir gar nicht gut. Da bekam ich auch sofort einen Schlaganfall und den möchte ich jetzt nicht, deswegen mache ich das. Ich helfe mir jetzt selber. Ich helfe mir jetzt selber mit diesem Video, das ich auch sicherlich veröffentlichen werde. Und ich will mit diesem Video Menschen Mut geben. Ich möchte mich erstmal bedanken hier bei Facebook. Sehr viele gut Bekannte, die ich auch wirklich selbst kennen habe, lernen,
haben hier gerade graduiert und ich möchte mich auf diesem Weg bedanken. Wie gesagt, ich bin nichts Besonderes, dieses Video ist auch nichts Besonderes, weil auf der einen Seite werden jetzt sehr kalte Menschen über dieses Video herfallen und auf der anderen Seite die warmen. Ich gehöre zu der warmen Gesellschaft. Ich habe, und warum ich dieses Video gemacht habe, ist noch einmal. Jetzt habe ich mich gerade gefasst und jetzt kann ich auch meine Gedanken nicht zu Papier, sondern in dieses Video. Also, wie gesagt, angerufen, meine Mutter stirbt, liegt im Sterben, meine Schwester fährt hin und macht jetzt alles, weil ich dieses Geschäft nicht schließen möchte, ich möchte mich ablenken. Deswegen, ich hatte auch gerade bis Mittag sehr viele Kunden, konnte mich ablenken, aber deswegen habe ich mir gesagt, komm, mach dieses Video, weil es sehr makaber manchmal, das Leben. Also wie gesagt, in dem Moment kommt noch eine Kundin rein, wir sind hier in der Schreibstube, wir schreiben ja auch hier, wir schreiben ja auch Manuskripte und Texturen, auch für Künstler aller Sparten, natürlich auch für Bürger und vor allen Dingen für alte Menschen. So, wenn ein alter Mensch in diesen Fall reinkommt und ich ihm, das ist jetzt wirklich kein Scherz, deswegen mache ich dieses Video, muss für diese Person dann ihre Grabkammer, die sie schon geordert hat, zu Lebzeiten umschreiben, damit der Sohn, der die jetzt bekommt, weil sie sich woanders hinlegen möchte, wenn sie stirbt, alles makaber, aber es ist die Wahrheit, darum geht es mir. Und ich muss das schreiben, ja, weil wir hier eine Schreibstube sind, und ich muss jetzt schreiben, dass ihre Grabstätte ein anderer Sohn bekommt, der mit dem Zusatz diese Grabstätte nicht verkauft und auch nicht vermietet. Ja, ich meine, und da habe ich mir gedacht, komm, ich mache dieses Video, ihr kennt mich, ich bin ehrlich, ich bleibe auch ehrlich, ich möchte mich bei meinen Kunden hier öffentlich bedanken für die Graduierung. Ja, wie gesagt, das ist richtig, jeder hat irgendeinen Angehörigen, ich habe sehr viele Kunden begleitet, wenn ein Angehöriger verstorben ist. Aber ich hatte gerade durch diese Stille hier doch so ein bisschen Flashback. Also ich musste, und ihr sollt sehen, dass ich die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit, und deswegen lasse ich dieses Video, wie es ist. Boah, ja, jetzt habe ich mich gefasst, das ist so und ist auch gut so und das hilft mir persönlich und vielleicht hilft ja einem anderen, der auch in eine solche Situation bekommt, der ist fröhlich unterwegs, hat Lust, hat Laune, hat Spaß, ja, hat Spaß und dann auf einmal kommt so ein Anruf da, ihre Mutter liegt im Sterben, die Ärztin sagt, es wird nichts mehr gemacht. Gut, ich als Angehöriger, ich als derjenige, der das vertritt, der auch alle Urkunden bzw. Schriftsachen hat, stimmt zu. Ja, ich lasse meine Mutter in Ruhe gehen. Scheiße. Ihr seht auch, die Harten kommen nicht immer in den Garten. Und wenn die Harten in den Garten kommen, fangen die aber trotzdem an zu weinen. Ich stehe dazu. Ich stehe jetzt zu meiner Emotion. Ich stehe jetzt dazu, dieses Video zu machen. Ich stehe dazu, den Schmerz rauszuschreien. Schreien ist gut. Ja, danke Facebook. Also danke Martin Binias. Danke die anderen. Also ich habe auch viele Nachrichten schon kommentiert und ich habe auch vielen auch Mut gegeben. Aber es ist immer hart, wenn man selber dran kommt. Also noch einmal, ich lasse meine Mutter in Ruhe gehen. Und dieses Video habe ich auch gemacht, dass, wie gesagt, meine Schwester, wenn sie mal ins Internet geht, dieses Video sich auch anschauen kann. Ich weiß nicht, ob meine Schwester schon vor Ort ist. Wir haben Mittagszeit. Ich weiß auch nicht, ob meine Schwester mich besuchen wird hier in meinem Shop, wie meine Kunden mich auch. Im Moment habe ich natürlich so eine Art bedrückende Stille. Also ich bekam den Anruf, meine Mutter liegt im Sterben. Und dann musste ich für die Kundin ihre Grabkammer da schreiben. Und irgendwie bin ich jetzt überhaupt klar, also ich, ja, ich bin da plötzlich irgendwie, und deswegen kam das. Also ich bedanke mich total recht herzlich an alle, die mich kennen, die graduiert haben und hart, weil hier unsere Zeitung ist hart. Irgendwie ist das alles so botschaftsmäßig, ja, die liegt hier, ich meine, die habe ich gestern bekommen. Die ist mir gestern so auf den Tisch gelegt worden. Ja. Okay, den kennen wir jetzt mittlerweile. Diese Firma hat mein Vater also auch schon beerdigt. Mein Vater liegt in Dachsenhausen. Die haben sich das gewünscht. Urnenplatz.
Und wenn ich nach Sachsenhausen möchte, muss ich da anrufen und dann machen die ein Fähnchen in den Rasen und die sagen mir auch, welches Fähnchen, steht auch der Name drauf. Und dann kann ich meinen Vater besuchen. Und jetzt kann ich natürlich auch meine Mutter. An alle Künstler, die ich betreue, the show must go on, ich verstehe euch jetzt. Ich verstehe euch jetzt sehr gut. Weil viele Schauspieler, Schauspielkollegen, hatten ihre Eltern oder Verwandte oder sogar Kinder verloren. Und Hut ab, sie haben weitergemacht. Hut ab, sie standen auf der Theaterbühne. Hut ab, sie standen vor laufender Kamera. Weil leider das Leben teuer geworden ist. Weil das Leben leider kalt geworden ist. Weil das Leben leider nur noch elektronisch, weil das Leben leider nur noch über Facebook oder halt. In meinem Fall ist es so, weil es ist leider niemand mehr da. Bruder verstarb mit 59, Schwager mit 60, seine Tochter mit 40, seine Ehefrau mit 63. So könnte ich jetzt 66 mal weitermachen, weil ich natürlich in meiner Vergangenheit viele Freunde und Bekannte verstorben sind leider verstorben, mit 40 schon. So, ich bin jetzt 55 plus und auf eine Art bin ich auch, ist jetzt nicht makaber, erleichtert, weil ich verarbeite gerade meinen Schmerz, der tief sitzt, der mir gerade, wie gesagt, emotional rübergekommen ist durch diese Sprachtextur, die ich jetzt hier am Laufen habe. Ich lasse nämlich gerade mein Gehirn so frei raus und bin auf eine Art auch froh, dass in diesem Moment keine Kunden hier reinkommen, weil ihr merkt ja, dass ich zwischendurch doch weine, ist so. Für die Harten, fangt an zu lachen, auch ihr weint, ich schwöre ich euch. Ich habe die härtesten Männer, die härtesten Leute überhaupt weinen sehen, deswegen stehe ich dazu. Natürlich, wie gesagt, zwischendurch weine ich auch, aber ich habe mich so eben wieder gefasst. Nur es war eine traurige, Situation, ja. Anruf, meine Mutter, 26 Kilo, puh, hart. Ich habe ja hart gesehen, wie Heime mit Menschen umgeht. Ich meine, das ist ja nicht der erste Todesfall. Ich habe ja dort schon in den 4 Jahren, meine Mutter liegt jetzt seit 4 Jahren in einem Heim, sie waren sich gut drauf. Ich lasse es hier so ein bisschen laufen, deswegen war meine Greenbox da. Wie gesagt, ich bin nicht wichtig, ich bin keine wichtige Person, ich bin halt nur zuständig für Firmen. Auch eine Geschäftsführung, so wie ich, muss leider mit dem Schmerz umgehen. Und ich finde es auf eine Art gut, dass wir mit dem Schmerz umgehen können, wenn wir ein Video darüber machen. Jeder sollte irgendwie, wenn er alleine ist, was machen, um mit diesem seinen Schmerz auch später, wenn er sich dieses Video anschaut. Ich meine, es ist hart. Ich bin in der One-Man-Station. Ich habe jetzt dieses Video voller Emotionen und wie gesagt unterbrochen, weil es wirklich die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit ist, die ich jetzt hier öffentlich verkündige. Und ich habe dieses Video natürlich auch zusammengestellt und ich werde sicherlich, ich weiß es jetzt nicht, beim Sprechen, was nachher passiert, wenn ich dieses Video zu Ende mache und dann der Öffentlichkeit preisgebe. Die Öffentlichkeit kann dieses Video natürlich jetzt total zerreißen, das ist klar. Und andere verstehen mich vielleicht. Vielleicht kann auch ich durch diesen Schmerz anderen helfen, die auch durch diesen Schmerz müssen oder diesen Schmerz noch in sich tragen. Also ich sehe da jetzt kein Problem drin, weil ich eine öffentliche Person bin, weil ich diesen Beruf gewählt habe, öffentlich da zu sein, muss ich natürlich auch auf mich selbst achten. Auch ich selbst habe ein Leben, was irgendwann zu Ende sein wird. Wann, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, meine Mutter, 89 Jahre alt, liegt im Sterben, wiegt 26 Kilo. Heute vor einer Woche habe ich es irgendwie vermutet, ich habe sie ja gesehen. 2 Wochen davor haben Ärzte Mist gebaut. Ich habe jetzt auch keine Lust diesen Ärzten, aber auf diesem Weg gebe ich den Ärzten jetzt so einen mit. Ja? Die haben total Mist gebaut. Ja? Und wenn man dann dahin fährt zu den Ärzten und die haben keine Unterlagen, nichts. Meine lieben Freunde, das ist heute so. Keine Unterlagen, die Karte war verschwunden und so weiter. Die Mutter wog 36 Kilo und wie gesagt, danach wog die nur noch 28 Kilo. Da gehe ich natürlich davon aus, dass der Schuldige sozusagen
das Krankenhaus ist, denn die Krankenhäuser der heutigen Zeit sehen uns als Ware. Das möchte ich auch klar bringen. Wir sind Ware, mehr nicht. Wir sind keine lebenden Wesen mehr. Sobald man in ein Heim kommt und in ein Krankenhaus, sind wir Ware. Und dann geht das nur noch zack, zack, zack. Die kennen die Frau nicht. Das ist eine Frau wie alle Frauen auch. Das ist halt meine Mutter. Ich kenne meine Mutter. Ich habe sie jetzt 55 Jahre meines Lebens. Weit drüber, ich bin etwas älter. Okay, ich habe meine Mutter halt mein ganzes Leben gehabt. Und nun habe ich sie nicht mehr. Also die Firma Tempo verdient gerade Kohle an mir. Ich bemerke, wenn man auf einen gewissen Satz kommt und dann unterbewusst bewusst wird, auch beim Sprechen, dass da wirklich das Ende ist. Es ist Ende. Die Mutter, wie gesagt, kommt nicht wieder. Man versucht sich ja jetzt mit lustigen Gedanken, ach, dann brauche ich sie nicht mehr im Heim besuchen. Ihr versteht, was ich meine. Man fängt dann selbst, dieser sogenannte Selbstschutz fängt an. Aber wenn man es raushaut, so wie ich es jetzt raushaue, aufgezeichnet mit dieser Kamera, aufgezeichnet während der Arbeit. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5,5 Stunden. Ich muss noch 5,5 Stunden arbeiten. Dann kann ich erst zu meiner Mutter. Natürlich könnte ich auch eher, ich bin der Chef. Aber ich muss auch an mein Leben denken. Und das ist immer, ich muss auch an meine Leber wollte ich schon sagen. Ich muss an mein Leben denken, leider. Weil der Staat, dem Staat ist das egal, ob du lebst oder nicht. Ja? Der Staat will sein Geld. So, und das ist eine Firma und da muss ich an die Firma denken. Und das meine ich immer damit. Wenn man einen Job hat, an alle, die knallharten Jobs haben, die können nicht einfach aufstehen und sagen, jetzt bin ich Mensch, jetzt heul ich. Nein, können sie nicht, leider. So, ich hatte das große Glück jetzt, nach der Nachricht, die Nachricht kam um 9.30 Uhr am Freitag, 24.03.2017. Ihre Mutter liegt im Sterben, beziehungsweise ich habe es ja noch niemals bekommen. Ich habe es ja ganz makaber bekommen. Während ich an der Bank Geld, den Arbeitgeber, also Geld abgebe, damit die Arbeitnehmer ihr Geld haben, eine SMS bekomme, wo dann drin steht, bist du schon unterwegs zur Mutter? Hä? Wie unterwegs zur Mutter? Ich bin unterwegs zum Chef. Ich will das Geschäft aufmachen. Hä? Ruf dann da an und makaber. Versteht ihr? Der Tod kommt makaber. Der Tod kommt nicht einfach so, ey Mann, ich bin da. Nein, er kommt makaber. Wir leben in einer bösen, bösen, bösen Zeit. Ja? Ich meine, ich habe jetzt vieles wieder hier live gesehen. London, Terror. Puh, Leute, Hammer. Ja. Also ich möchte mich nicht an diesen Tod gewöhnen. Ich meine, ich habe hier meine Todesleute da stehen. Wisst ihr, Star Wars. Kylo Ren schaut mich gerade an. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Die Reins stehen da. Ihr wisst ja, was hier an Figuren steht. Die ganzen Star Wars. Einhand, ihr merkt, ich versuche mich auch ein bisschen abzulenken, damit ich jetzt hier nicht dauernd. Ich habe genug gerade eben, während ich unterbrochen habe. Ja, so Emotionen. Ja, emotional. Man wird dann emotional. Ihr merkt, jetzt habe ich mich auch gefasst. Ich kann jetzt sagen, dass ich meine Mutter nicht mehr wiedersehe, dass ich meine Mutter begleitet habe. Ich breche jetzt nicht in Tränen aus. Aber Hammer, was wir alles verarbeiten müssen. Hammer, wie hart das Leben ist. Wenn doch eine traurige Situation einen begleitet, wenn die Trauer niemand berührt, weil ja niemand da ist. Meine, die Buchhaltung, die ist in München-Gladbach, die kommt auch heute Abend, die bringt mir auch Essen, weil ich es nicht schaffe, selbst zu kochen. Ja, ich meine, ich kann mich erst an diesem Wochenende darum kümmern und auf diesem Wege. Dann findet man auch den Schalter nicht. Ich will das eben unterbrechen. Ihr müsst mich hier nicht heulen sehen. Ich heule jetzt eine Runde und dann mache ich weiter. So an alle. Mit der Trauer umgehen. Ich meine, ich bin ein bisschen behindert. So ist es nicht. Ich muss mich zusammenreißen. Und bin froh, dass ich dieses Video gemacht habe. Und dass ich dieses Video mache, bin ich persönlich froh. Weil diese Stille, die im Moment hier herrscht, die ist doch ein bisschen hart. Wenn man dann, wie gesagt, darüber nachdenkt. Denk gut, dass ich mir das jetzt selbst hier, ja, hätte ich ja nicht machen müssen. Ne? Ich möchte ja alle auf diesem Wege, ich habe ja jeden Tag damit zu tun. Wie gesagt, die eiskalten, die kalten, die warmen, die ganz warmen,
die liebevollen Menschen, die weniger liebevollen Menschen. Ich habe sie ja alle. Ich mag auch alle. Ich mag das Internationale. Ja, wie gesagt, ich mag alles, auch die verschiedenen Gewerbearten, auch das älteste Gewerbe. Das sind normale Kunden für mich. Und ja, aber ich meine, wenn man einem Kunden, ich muss ja oft, ich meine, ich habe zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, habe ich sehr wichtige Menschen in meinem Leben verloren und das war auch schon hart. Aber heute, wo an sich man mal locker aufgestanden, wo man gedacht hat, endlich mal ein bisschen Ruhe, ich habe so viel Verantwortung zu tragen, heute nahm ich mal an, war nicht so viel Verantwortung zu tragen. Dann kommt so ein Hammer da. Ja. Ich werde dieses Video natürlich ich werde das Video natürlich jetzt hier gleich vollenden. Wie gesagt, ich werde es auch herstellen und ich werde sicherlich auf meiner Greenbox, während ich ja drehe, während ich ja arbeite, ist ja hier alles normal. Ne? Ich habe eine Greenbox hier stehen und nachher, ich hoffe, dass die Emotionen mich dann nicht so überwältigen. Ihr merkt, zwischendurch hat mich die Emotion, jetzt gerade eben bin ich wieder gefasst und dann mache ich auch an und ich spreche. Möchte mich wirklich bei Martin Binias, möchte mich wirklich bei allen Facebook-Freunden bedanken. Recht herzlich bedanken, dass sie doch, ich meine, manchmal in der Textur, wenn man es so liest, kommt die, das kam. Ich bedanke mich recht herzlich, dass in der Ferne doch Menschen sind, die da einem sagen, ey Kumpel, ich verstehe dich, geh mit dem Schmerz gut um. So, als öffentliche Person, the show must go on, ich weiß halt, durch Kameraarbeiten, durch Filmarbeiten, waren ja auch viele und Hut ab bei den sogenannten Superstars, die ja dann auch noch mit der Kamera fotografiert und so weiter, also ziemlich hart. Wie gesagt, gehen ja einige dann mit denen um und ich bin ja froh, dass ich nicht so eine wahnsinnsbekannte Persönlichkeit bin. Ich bin natürlich sehr lange dabei und alles, was ich öffentlich sage, kann man ja durch Google nachlesen. Ich sage also die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit und auch Martin Binias weiß, dass ich Filme mache und Filme gemacht und Frank Montenbruck weiß das auch, die Strombergs und das alles. Ja, ich habe ja jetzt, wie gesagt, mit sehr vielen Schauspielern wegen ihren Rollen. Ich habe mit Hubert und Staller, also die Darsteller, Trewitz und so. Ja, und dann kommt so ein Hammer. Ja. Also auf diesem Wege verabschiede ich meine Mutter, die ihr hier sehen könnt. Und ich hoffe, kommen wir dem Schmerz gut klar. Ich merke, ich kriege noch immer die Kamera aus. Okay, wie gesagt, ich schummel nicht. Natürlich weine ich. Natürlich habe ich Schmerz. Aber was mich so schmerzvoll erfüllt, ist diese Stille. Diese unsägliche Stille. Ja, und die haut dann einen um. Im Wissen, dass hier jemand stirbt. Im Wissen, ich kann da nichts machen. Ich kann nichts machen. Mein Vater verstarb und ich hielt ihm seine Hand und er sagte, war das alles. Mein Vater starb mit 79 auf Pfingsten. Das Wetter war gruselig, es regnete und es war kalt und ich fror bitterlich. Ja, 79 war er. Meine Mutter hat halt noch 10 Jahre geschafft. Sie ist jetzt 89. Wiegt 26 Kilo, liegt im Sterbebett in einem Heim. Ich habe auch gerade zu meiner Schwester gesagt, ich will das Bild nicht sehen, mit diesem Kreuz, mit dem schwarzen Bändchen. Wisst ihr, wenn man Menschen in einem Altenheim 4 Jahre begleitet, hat man natürlich sehr viele schon versterben sehen. Sehr lustige Menschen, sehr anstrengende Menschen,
Menschen wie du und ich. Und ihr merkt jetzt im Moment, finde ich es sehr gut, dass ich dieses Video gemacht habe, weil ich dann mit diesem Schmerz, der in mir gerade brodelt, verdammt gut umgehen kann. Ich bin auf eine Art froh, dass ich jetzt nicht während, ihr kennt ja, ich mache ja meine Videoclips hier zwischendurch, und dann kommen Kunden rein und die unterbrechen mich dann. Und manche Kunden wissen ja, dass ich Videoclips mache und haben ja dann auch so, immer mach mal. Ja. Dieser Videoclip ist mein eigener persönlicher Schmerz und wer mich versteht, versteht dieses Video und wer mich nicht versteht, versteht dieses Video nicht. Ich bin ein bodenständiger Mensch und ich lebe in dieser Zeit. 1966 wollte ich eine elektronische Welt. Ich habe sie jetzt. Ich hoffe auch ich vollende irgendwann mal so ein hohes Alter, 89 Jahre. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich hoffe, dass ich noch viel Spaß habe. Ich meine, ich trage den Schmerz, aber nicht mit mir rum. Ich habe diesen Schmerz jetzt in diese Kamera gebannt. Ich habe meinen persönlichen Schmerz jetzt hier auf dieses heutzutage elektronisches Medium gelegt. Früher war es Super 8, Normal 8. Da habe ich auch so manche schmerzvolle Filme doch auf meinem Schneidetisch gehabt. Ich habe viele, viele, viele Menschen verloren. Sehr viele Menschen verloren. Der Jüngste war 6 Jahre alt. Und ihr merkt, da ja so viele verstorben sind, belüge ich mich natürlich jetzt selber, beziehungsweise mein Geist belügt mich gerade selber, indem er sagt, immer, die sind jetzt alle da oben und irgendwann kommst du dazu und da kannst du über alles sprechen, über alles reden und ja, schummeln, man schummelt sich selber, man beschummelt sich selber. Ja, den Tod kann man nun mal nicht besiegen, man sollte auch keiner besiegen, auch nicht in Märchen. Man sollte auch dem Teufel nicht seine drei Barthaare abzuppeln. Ich kann jetzt sagen, für irgendwelche Taten ist man bestraft worden. Natürlich nicht. Keiner wird bestraft. Das ist ein Naturprozess. Ja. So, ich fühle mich auch nicht bestraft. Ich muss halt mit diesem umgehen. Ja. Ich meine, diese Situation, Anruf, da kommt eine Kundin rein, ich muss ihre Grabgeschichte da regeln. Die Zeitung einen Tag vorher, jetzt die, die mit Gott glauben, arbeiten, das sind alles so Wegweiser, schau bitte hin. Natürlich schaue ich hin, natürlich kann ich mir das jetzt eins und eins zusammenzählen. Da kommt einer, legt mir da mit dieser, ne, hin, die Zeitung und dann noch so mit diesem Herrn Schumacher, den man hier gut kennt, der leider auch Kunde ist. Ich meine, der ist ziemlich cool. Der sagt, ey Junge, du kommst nirgendwo hin, du bist dann tot, ich verbuddel dich und tschüss. Ja, so spricht der Herr Schumacher. Ist klar, er lebt mit dem Tod, für ihn ist das Wahre. Und wenn er dann hin und wieder mal sagt, Hallöchen, grüß dich. Boah, Entschuldigung. Mach doch nix. Oh, Entschuldigung. Halb's du will. Es ist wohl das traurigste Video, was ich persönlich jemals gemacht habe. Die verstanden haben oder Verständnis aufbringen, wissen, ein bisschen Wut, ein bisschen Trauer, ein bisschen Bewältigung. Nun denn, sitze ich jetzt hier und schreibe den verantwortlichen Ärzten, die Mist gebaut haben. Das wird denen genauso an der Hose vorbeigehen wie Milliarden anderen auch. Dann schreibe ich der Krankenkasse und sage denen auch, meine Mutter soll also sterben, dadurch, dass sie hungert. Also man lässt sie aushungern, dann hofft man, dass sie endlich stirbt. Das ist ein Witz, aber das ist die Wahrheit. Meiner Mutter geht es einigermaßen gut, nur sie ist zu schwach. Sie ist zu schwach, weil diese Ärzte Mist gebaut haben. Wisst ihr, was die geschrieben haben? Ja, wir können darüber reden. Machen Sie einen Termin. Ich werde überhaupt nicht reden. Ich werde auch keinen Termin machen. Ich werde jetzt schreiben. Schreiben werde ich jetzt. Ich persönlich und meine Mutter natürlich auch sind nicht systemrelevant. An allen Zuschauern, Kunden, die jetzt durch Zufall dieses Video gesehen haben, natürlich bin ich weinend zusammengebrochen zwischendurch, weil diese Stille, und diese Stille kommt ja irgendwann, hält man das emotionalmäßig nicht aus. Man möchte explodieren, man möchte etwas tun. Ich tue jetzt was für mich, für meine Seele, indem ich vor dieser Kamera trete und darüber spreche, um anderen vielleicht Mut zu machen. Natürlich werde ich jetzt dieser Stadt Essen aufschreiben. Auch da sind wir nicht systemrelevant, wir sind überhaupt nicht relevant. Um Gottes Willen. Also dieses Video ist ernst, sehr ernst und sehr, sehr traurig, wenn man sieht, dass Altenheime Bahnhöfe für den Tod sind.
Altenheime sind Bahnhof für den Tod. Wer da hineinfährt, sollte Glück haben, schnell den Express zu bekommen und gar nichts mitbekommen. Einfach rein und tschüss. Aber die Leute, die am Bahnstein des Todes stehen und dann in diesen endlosen Zug eintreten müssen, um dann ewig damit zu fahren, nun in dem Bewusstsein, dann auch noch begleiten bis zur Tür, ja, und dann noch winken, wenn der Zug fährt. Meine lieben Freunde, ich als lebendige Person, der das jetzt hier alles durchmacht und durchmachen muss, ja, ich kenne die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ich kenne den Schuldigen, aber was habe ich davon, Prozesse zu führen? Was habe ich davon, irgendeinem Richter zu erklären? Hören Sie mal, da gibt es ein Heim, das ist ein Bahnhof für Tote, ja, für lebendig Tote, da werden sie, habe ich ja gerade erklärt. Da sagt er, wie ihr jetzt auch und wie auch der Richter, nur wir haben ein Riesenproblem. Dieses System ist kaputt, das deutsche System ist richtig kaputt, das deutsche System gehört wichtigen Leuten, die sich wichtig fühlen, weil sie sehr viel Geld haben. Und sie fühlen sich so wichtig, weil sie so viel Geld haben, dass der unwichtig ist, weil er gar kein Geld hat. Gut, eine ältere Dame von 89, die an sich nicht dem Tode geweiht ist, sie ist gesundheitlich in Ordnung, nur man hat Mist gebaut. So, ich als Vertretung habe dem Ärzteteam gesagt, gut, nehmt sie auf und peppelt sie auf. Meine Mutter wog 30 Kilo und sollte aufgebaut werden. Man sprach von Jogginganzügen, man sprach von Gymnastik, ja. Und dann bin ich etwas verwirrt, weil ich einen Anruf bekam vom Heim. Hören Sie mal, die ist schon wieder hier, keine Papiere, das Auge sieht aus, die Frau sieht aus. So, nach langer Rede, kurzer Sinn, habe ich mich natürlich mit der Verantwortung unterhalten. Ja, das ist uns also auch schon mal aufgefallen, dass die Leute schlechter zurückkommen. Warum jetzt hier gestellt wird, weiß ich nicht. Ich hänge mal ein hier. Richtig, was stört, ist natürlich die Post, Werbung. Man will ja, und genau, deswegen mache ich das Video, man will eigentlich nur das Geld eines anderen. Das Geld eines anderen, mehr nicht. Das Leben ist scheißegal. In dem Moment, ja, wo der Zug so langsam kommt, der Zug des Todes, wo man dann einsteigt und für ewig mitfährt, wenn der Tag kommt, ist es scheißegal, ob man gesund ist oder nicht. Wenn einer das beschließt, steigt man ein, kriegt die Fahrkarte und dann ist man weg. Ihr merkt, ich bin nicht mehr so traurig, ich weine jetzt auch nicht mehr, bin auch nicht wütend, ich schreibe der Verantwortung. Ich schreibe jetzt nicht, Frau Hannelore Kraft fragt mich jedes Mal, warum machst du das? Noch einmal, ich mache es, damit es meinen Kunden, beziehungsweise wenn es meinen Kunden gut geht, die haben genauso viele Tragödien zu erleben, wie ich persönlich auch. So, wenn ich jetzt sage, meine lieben Zuschauer, meine lieben Kunden, wir alle tragen Tragödien, wir müssen damit leben, und wir müssen gucken. So, auch wir steigen irgendwann in den Zug des Todes und wir fahren dann mit dieser unendlosen Karte, keine Ahnung wohin, aber wir fahren dann. Also, an alle Verantwortlichen des Elisabeth-Krankenhauses, ihr kriegt ein Schreiben. An alle Verantwortlichen der Stadt Essen, Buchstabe H, ihr bekommt ein Schreiben. Und die Krankenkasse, ne? Ja. Kriegt ein Schreiben. Ich werde jetzt schreiben. Natürlich, wie gesagt, nicht systemrelevant. Ich werde natürlich schreiben, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich werde natürlich eine Person ansprechen, die hilft. Meine Mutter muss gefüttert werden. Wenn meiner Mutter gefüttert wird und aufgebaut wird, ein bisschen Zeit geopfert wird, dann wird es meiner Mutter wieder gut gehen. Gut, sie ist 89. Ich weiß nicht, wie kalt ihr jetzt seid, wenn ihr sagt, komm, lass dich sterben, komm, weg damit. Denk an dein eigenes Leben. Okay, das ist eure. Ich bin aber ein warmherzig, ich denke, komm, gib ihr doch noch eine Chance. Ja, das ist doch scheißegal, das Alter. Wir leben hier nicht im Mittelalter, wir leben hier auch nicht im, ne? Also, das, wenn ihr das Fernsehen anmacht, kommt das Mittelalter. Ja, früher ist eine Frau 40 geworden. Ne? Heute weiß man ja nicht, kann die 101 werden, das geht nicht. Ne? Also noch einmal, wer arm ist, stirbt schneller, ist klar. ZDF muss ich euch nicht erklären, ARD muss ich euch nicht erklären, ich muss euch keine Beiträge erklären. Aber wenn man selbstständig involviert ist, wenn man an diesem blöden Bahnsteig des Todes steht und wartet, dass der Zug kommt, dass meine Mutter jetzt da einsteigt und für immer wegfährt und ich ihr das Ticket noch gebe, meine lieben Freunde, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Und deswegen haue ich das raus, ich habe meinen Schmerz raus. Und natürlich habe ich alle Texturen bei Facebook
gelöscht. Weil da waren ja einige Niederträchtige wieder mal dabei, einige haben es nicht verstanden, einige wollten es nicht verstehen. Also das soziale Netzwerk gibt es nicht. Es gibt kein soziales Netzwerk. Es gibt da, keine Ahnung, erstmal auf der einen Seite sind es irgendwelche Faschisten, die irgendwas raushauen wollen. Auf der anderen Seite sind es Kommunisten, Stalinisten, die aber was raushauen wollen. In Wirklichkeit ist das also das Harte, ne? Das etwas Merkwürdige, das Ich. Ne? So, dann gibt es die Warmen, da gehöre ich zu, sonst würde ich so ein Video nicht machen und vor laufender Kamera dann in Weinattacken ausbrechen. Ihr seht, es ist natürlich ein paar Stunden vorbei, aber die Stille, die mich in dem Moment übermannt hat, habe ich dann einfach mal aufgezeichnet. So, wie gesagt, das Leben geht weiter und die hier leben, sollen ihren Spaß haben und ich werde jetzt schreiben. Ich bin eine öffentliche Person, bin auch Schauspieler etc., gehört zu Filmpool, Kader und zu komparsen.de und ich habe mich dort einschreiben lassen, die Firma ist dort eingeschrieben und ja, jetzt geht's los mit dem Bahnhof des Todes und des Zuges der Ewigkeit. So, ich werde ihr könnt das interpretieren, wie ihr möchtet, ich bin normal, ich bin so normal, dass ich mit jeglicher Situation umgehen kann. Ja? Aber wenn ich sehe, dass ein Mensch noch nicht bereit ist, also richtig bereit ist, diesen Zug zu besetzen und zu fahren, denn das ist dann für die Ewigkeit. Wer diesen Zug betritt, fährt auch egal wohin in die Ewigkeit. So, wenn ich als Zugbringer, Begleiter sehe, soll ich nicht, soll ich ja sagen, komm, verzichte drauf. Noch einmal, wir sind nicht systemrelevant, wir sind nicht wichtig. Wir beide, also meine Mutter und ich persönlich, bin nicht wichtig. Meine lieben Freunde, ich bin nicht wichtig. Ob es dieses Video gibt oder nicht, dann ist sowas von egal. Es ist total egal. Aber für mich persönlich, solange ich noch lebe und solange ich vor dem Zug stehe und noch nicht damit fahre, bin ich der Meinung, ich mache die Videos. Ich mache sie, ob ich nun weine, lache oder nicht. Und wer das versteht, der versteht mich. Und wer mich kennenlernen will, kann mich kennenlernen. Wir leben aber leider in einer elektronischen Welt, in einer elektronischen Zeit. Ich habe meinen Vater betreut, ich habe meine Mutter betreut und ich habe meinen Rest meiner Familie ab 40 schon verloren. So, Bruder hat nur 59 Jahre gesehen, seine Frau 63 Jahre gesehen, seine eigene Tochter nur 40 Jahre gesehen und alle meine Freunde überwiegend 30, 40. Haben nicht aufgepasst. So, das hier ist der Todesfall Nummer 68. So, Todesfall Nummer 68 ist jetzt meine eigene Mutter, die ich jetzt da in den Zug bringe und dann fährt sie. Aber ich bin, und deswegen habe ich das Video gemacht, etwas sauer. Weil ich hier natürlich recherchiert habe, sage ich, stopp mal. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Also die Herrschaften hier und die Herrschaften hier und vor allen Dingen die Herrschaften hier haben behauptet, die haben mich angerufen, ihre Mutter liegt im Sterben. Ich gehe da hin und sehe eine Mutter, die sich beschwert, wo sind meine Nachthemden? Ja, und dann guckt man da in den Schrank, sind alle Nachthemden weg. Da war ich abends da, war sie immer so dran, ich guckte mir an, da liegt die im Unterhemd. Ne? Sagt sie, ja, die ist nicht doof. Ja, sie weiß, dass man sie hinführt. Mädchen, steig in den Zug, mach dich weg. Wisst ihr, ihr quatscht immer alles von Auschwitz, ihr quatscht immer von der braunen Suppe und braunen Soße. In Wirklichkeit leben wir immer noch drin, nur humaner. Humaner, geh in ein Heim, dann bist du wie, das ist kein Scherz. Altenheime sind die Bahnhöfe des Todes, Abfahrt. Könnt ihr jetzt halten wie ein Dachdecker. Ihr müsst mal langsam anfangen zu denken und nicht dieses RTL verseucht sein. Ja? RTL macht euch dumm, aber ist egal, ist ja eure Sache. Ne? Alles klar, ne? Ja, das Leben ist eben kein Ponyhof. Und wenn ein Kind fragt, wie, kein Stuten? Ja. Kinder haben andere Gedanken. Also bringe ich den Stuten. Ist ja klar. Auf einer Seite muss man den Lebenden helfen, auf der anderen Seite muss man den Toten aber auch helfen, also den Übergängern. Die Übergänger vom Leben in den Tod, die in den Zug steigen, am Bahnhof warten, Ticket ziehen und nie wiederkommen.
Vielleicht sieht man. Vielleicht kriegt man den Sitzplatz irgendwann, dann kann man sich unterhalten. Es ist nicht makaber, das ist ernst. Und ich habe dieses Video gemacht, ich habe mich entschieden, dieses Video zu machen. Und da ist nicht live, ich mag nicht live, ich hätte jetzt auch live und um Gottes Willen. Dieses ist natürlich jetzt eine Aufzeichnung, das ist die Wahrheit und nicht das ist die Wahrheit. Ich werde jetzt auch der Hannelore Kraft schreiben und mal drüber nachgucken, wie man den Menschen helfen kann, die in den Heimen müssen und wie Menschen Arbeit bekommen, dass Menschen, die etwas kränker sind, dass denen geholfen wird. Es kann, also der Zustand, in dem wir leben, sollten wir mal bedenken, diesen Zustand zu ändern. Da rufe ich jeden auf, ob er Geld hat oder nicht Geld hat. Hört auf zu lachen, das Leben ist nicht zum Lachen, das Leben ist auch nicht zum Weinen, das Leben ist an sich zum Denken da. Denk drüber nach, was du möchtest, denk drüber nach, wie du es möchtest und dann tu es. Und dann stehst du auch gerade dafür, klar? Und wenn dieses Video jetzt irgendwelche Sachen ins Rollen bringt, freue ich mich. Und wenn dieses Video in die Mülltonne kommt, freue ich mich auch. Aber ich habe es wenigstens gemacht. Das Video ist entstanden in der dunkelsten Zeit, wo ein Mensch die Dunkelheit Licht reinbringen muss. Ne? Ja, so sieht's aus. So, wenn ich Lust habe, spreche ich gleich nochmal, weil jetzt schreibe ich und besorge gleich den Studen. Auf der einen Seite leben die Menschen und auf der anderen Seite sterben die. Ist alles normal. So, und ich muss auch einen Weg finden, nicht mit meinem Schmerz klarzukommen, sondern ich muss einen Weg finden, den ganzen Quatsch, dieses Facebook, bläh, das RTL, bläh. Ich meine, das ist für mich reine Unterhaltung und es ist nun mal mein Beruf. Und wenn es nicht mein Beruf wäre, ja, vielleicht werde ich auch wieder Autor. Vielleicht setze ich mich wieder hin und schreibe Bücher. Habe ich auch gemacht. So aus Spaß. Ja, ich habe lustige Bücher geschrieben. Vielleicht veröffentliche ich die mal. Oder mache einen Film raus. Keine Ahnung. So, wer wirklich sich dafür interessiert, das ist jetzt Schmerz. Das ist jetzt mein Schmerz gewesen, den ich jetzt hier vor dieser Kamera rausgehauen habe. Ich habe geweint, ich war wütend, ich bin immer noch wütend. Aber ich versuche noch, diesen Strohhalm zu finden. Stopp mal, gibt es da nicht irgendwie eine Person? Wie teuer ist die? Kann ich nicht mal eben meine Mutter aufbauen, aufpäppeln? Ja? Okay, richtig. Ich persönlich, meine Mutter auch, meine gesamte Familie sind nicht systemrelevant. Wir sind, no names sind wir nicht, nur wir existieren leider nicht mehr. Ich bin der Einzige, der mit der Kamera arbeitet, ich bin der Einzige, der mal, nein, meine ganze Familie war bei Stahlnetz und ich war bei Tatort statt Essen mit dem Herrn Fellmeh da, ne? Hans-Joachim Fellmeh. Genau. Genau, kein Stress. Kein Stress, denn ich lebe noch. So, und weil ich lebe, will ich keinen Stress, aber ich mache jetzt Stress. Ich schreibe jetzt der Stadt Essen, den verantwortlichen Ärzten und auch der Krankenkasse. Also, ich will euch jetzt hier nicht, ihr müsst jetzt mir nicht zuschauen, wie ich jetzt hier schreibe. Wie gesagt, ich mache sowas live nicht. Dieses Video habe ich extra so hergestellt. Ich werde es auch ziemlich stark verbreiten und auch benutzen. Und werde auch vieles, glaube ich, auf diesem Video aufbauen. Aber um anderen Menschen zu helfen, die auch in dieser Not kommen, in dieser Verzweiflung, ja, werde irgendwas gründen, um anderen Menschen zu helfen, weil helfen ist meine Pflicht. Ich muss es nicht helfen, um Gottes Willen. Aber irgendwie ist Hilfe geben doch gut, um zu, ja, wenigstens etwas abzugeben. Ich habe jetzt hier 55 Jahre, also weit über 55 Jahre des Lebens gelebt und bin jetzt der Meinung, dass ich zum Schluss wenigstens was abgebe. Ich gebe was ab. Mal gucken. Hilfe. So. Ich gebe ein bisschen. Die Briefe sind raus. Dieser Brief ist raus an Frau Hannelore Kraft, SPD. Das hier ist raus an die Verantwortung des sozialen Wohnen und so weiter der Stadt. Das ist raus an die Ärzte, die leider Bockmist gemacht haben. Und das hier ist, wie gesagt, an den Chefarzt. Ja, wir sollen alle den Zug der Ewigkeit, ja, den müssen wir halt. Wir kriegen alle irgendwann das Ticket und dann steigen wir ein und dann ist Feierabend. Und dann fahren wir den Zug der Ewigkeit. Dass ich mich jetzt gefasst habe, ist klar. Ich habe versucht zu helfen. Somit habe ich geholfen. Ich habe, bin in der Verpflichtung als Betreuer der unterschrieben. Ich helfe auch, wenn die Stunde 0 gekommen und wir gehen.
Gut, ob ich lasse meine Mutter nicht einfach gehen, nur aus Personalmangel. Personalmangel, es ist keine Person da und ich habe jetzt kein Geld über, um irgendeine wildfremde Person zu engagieren, die meiner Mutter hilft, wieder auf, zu Kräften zu kommen und ein paar Jahre noch im Altenheim. Nun, ich kann abwägen, ich bin nicht so kalt. Ich bin nicht so kalt, ich werde auch nicht so kalt. Wie gesagt, ich veröffentliche das jetzt. Ich bin nicht systemrelevant. Ich bin gar nichts. Meine Mutter ist auch gar nichts, wir sind nichts, null. Aber es kann nicht sein, dass die Agenda 2010 im Missbrauch der Verfassung Nordrhein-Westfalen, Wissensstand 15.03.2017, missbräuchlich verwendet wird. Das Jobcenter ist eine Vernichtungsanstalt für Arbeit, das ist kein Witz. Altenheime sind Bahnhöfe für den Zug des Todes, um dort früh genug einzusteigen, damit er nicht so viel Geld kostet. Das mal zu den Leuten, die da dauernd mit der Keule rumrennen. Nazi, wisst ihr, wir sind viel schlimmer wie diese Faschisten, die jemals hier den Planeten besudelt haben. Mir ist das vollkommen egal, ich bin ein Kind der 50, 60er Jahre. Ich habe im Dunstkreis der Stunde 0 1946 den Aufschwung 56 erlebt, Adenauer Ära und so weiter und so fort. Warum die Leute immer so weit zurückspringen und so weit braun sind, dass sie so braun sind, wie die Haselnuss braun ist, verstehe ich nicht, will ich nicht verstehen. Ich habe versucht, meiner Mutter den Zug des Todes, das Ticket des Todes und die Ewigkeit ein bisschen zu verzögern. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Und viele sehen dieses Video als Schande, viele sehen dieses Video als... Ich bin nun mal Filmemacher und ich habe erwogen, selbst diesen Film zu machen. Natürlich hätte ich jetzt viele Schauspieler engagieren können, vielleicht tue ich es auch noch. Und drehe einen Film über Altenheime und eine Geschichte. Vielleicht nehme ich die Geschichte meiner eigenen Mutter und mache daraus einen Film. Es gibt Clubs, den BDFA-Club, da leben ältere Leute, ihre Filmhobbys und so weiter. Da hat auch einer mal den Tod seiner Mutter gefilmt. Er hat den Tod seiner Mutter gefilmt, den Werdegang des Todes, des Gehens und zum Schluss sah man dann die verfaulten Äste. Er hat es gut hinbekommen, aber wie dieser Film gelaufen im Gremium aller, die dort in diesem Bundesverein für Filmemacher da verweilen, der ist in Dortmund und überall. Da fiel mir auch auf, wie die Leute darauf reagierten, geschmacklos. Seit wann ist der Tod geschmacklos? Seit wann ist überhaupt eine Geschichte geschmacklos, wenn man sagt, hey Leute, die Agenda 2010 verstößt gegen die Verfassung Nordrhein-Westfalen. Sie ist einfach nicht richtig umgesetzt. Das Jobcenter zerstört Menschen. Das Jobcenter gibt keine Arbeit, sondern vernichtet Arbeit. Das ist so, weil alles Geld kostet. So, meine Mutter soll, wie gesagt, auch den Zug des Todes besteigen, weil kein Geld da ist. Und das ist jetzt kein Scherz. So, wie gesagt, der Antrag ist gestellt. Der Antrag an der verantwortlichen Stadt ist gestellt. Die Chefärzte sollten mal über ihren Skandal, es ist ein Skandal. Und dieser Skandal wird auch noch auf. Und vielleicht gebe ich das auch noch dem WDR, aber nicht jetzt. Ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Ich war die ganze Zeit bei meiner Mutter, weil viele haben nicht verstanden, warum da so Texturen bei Facebook, die sind gelöscht, sollte mir auch helfen, wie die Menschen um mich herum sowas aufnehmen. Und wie die das aufnehmen in einer Ich-Generation, in einer Selfie-Generation, muss ich keinem erklären. Unsere Zeit ist wirklich schräg, die ist so schräg, also da fragt man sich wirklich, was geht ab. Dass Frau Hannelore Kraft natürlich hier drauf nicht reagieren wird, oder drauf reagiert, keine Ahnung, dass Frau Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin, natürlich nicht involviert, nicht irgendwas, weil geht nicht, wir sind 89 Minuten, das ist nur eine Geschichte. Das ist nur eine Geschichte einer Person, die jetzt halt den beruflichen Werdegang nutzt, die Kamera anzumachen und daraus eine kleine Geschichte zu machen, um anderen Menschen zu helfen, denen das auch widerfährt. Ja, sie stehen vor ihrer Mutter, fragen, nee, wir haben kein Personal, tut uns leid, die Mutter muss gehen. Das ist hart, das ist sehr hart und das muss man erstmal verkraften. Auch ich musste es verkraften. Ich habe es verkraftet, indem ich es zu Papier gebracht, bei Facebook veröffentlicht, bei YouTube veröffentlicht, dieses Video hergestellt, diesen Beitrag hergestellt,
versucht, ihn so herzustellen, dass er auch verständlich rübergekommen ist. Und ich hoffe, er wurde bis zum Ende angeschaut, weil meistens werden Filme in der heutigen Zeit 30, 40, 60 Sekunden höchstens angeschaut und dann, ja. Also die, die mich kennen und Interesse haben, ja, wie gesagt, der Datenschutz ist heilig und ich habe viele, 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 viele Sachen schon gehört. Und da jetzt halt die Sache jetzt auch anliegt, habe ich diese Sache genommen, weil ich andere Sachen nicht nehmen darf. Es gibt viel schlimmer, es gibt viel, viel schlimmer. Aber ich meine, das ist schon schlimm genug, wenn man mit 30 Kilo in ein Krankenhaus kommt, um aufgepäppelt zu werden und dann aus dem Krankenhaus mit 26 Kilo rauskommt, obendrein noch richtig beschädigt, dass nochmal eine Operation...